Servus die Marlon, grüß euch der Burm, ich bin's, euer Peppe-Onkel. Wie am Donnerstag bei der lieben Klemme erwähnt, war ich beim Hofer, bei uns heißt der Hofer, in Deutschland ist es der Aldi, einkaufen und hab mir da so 6 so Schaumheferl mitgenommen und da ist mir am Weg zur Kasse einfach was reingelaufen. Und zwar von Toilino, ein Piratenschiff. Es gibt ja von Lego viel zu wenig Piraten, meiner Meinung nach. Und ich mir denke, ja, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich bin gespannt, wie die Steine sind. Und ich lasse mich überraschen. Und ich mir denke, schaut's mal zu, weil 168 Teile, 6 plus. Ein ganz hübsches Schiff, schaut ganz nett aus. Wird jetzt nicht so schlimm sein zum Zusammenbauen. Also, machen wir es auf. Wo geht's auf? Es ist ziemlich verklebt, die Schachtel da. Ja, da geht's einmal nicht gescheit auf. Ja, so, da haben wir es. Schütt nochmal aus, das gute Stück. Was sind alle Tüten sind dabei? Ich weiß gerade, ob man es jetzt sieht. Die Tüten haben Nummerierung 1, 2, 3. Stoffsegel. Wird man jetzt auf der Kamera, ich hoffe, man erkennt es. Ist wirklich ein Stoff, ein gutes Material. Schaut lieb und nett aus. So schön mit zwar so Drachenfiguren. Hat was Königliches, hat was Imperiales. Das zweite kleine Segel, ebenfalls Stoff. Es gibt Sticker, aha. Volador, so nennt sich scheinbar das Schiff. Mit einem kleinen Sticker für den Anker. Den werden wir wahrscheinlich weglassen. Und Teile, eins, zwei und zwei. Also ich nehme an, das ist Bauschritt sortiert. Ja, ich würde sagen, starten. Bei der 60 ist da nichts. Ich muss es auf die Seite geben. So. 0. Raschel, gell? Aufpassen. Wenn Sie vielleicht wisst, von wem die Steine sind, Hersteller, steht das irgendwo vielleicht noch drauf. Ohne Brille kann ich es sowieso nicht lesen. Wenn Sie wisst, von wem die Steine sind, schreibt es was unten in die Kommentare. Würde mich interessieren. Von der Wertigkeit her, Klemmkraft scheint gut zu sein. Ja, gute Klemmkraft, definitiv. Und wird, ich nehme an, natürlich 1 zu 1 kompatibel sein mit einem Lego-Set. Obwohl das kein Lego ist, gell? Also ich wollte es nur gesagt haben. Das ist Toilino. Ja, na. Klemmt spitze. Ich würde sagen, starten wir mit der ganzen Geschichte. Wobei, ich muss mir die Brille holen, das geht so echt nicht. Sekunde, ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder mit der Brille, mit meiner Sehhilfe. Ja, alt werden ist nicht schön. So, das Ganze werde ich jetzt im Speedbild machen und hätte gesagt, ich melde mich dann zwischendurch, wenn es was Besonderes gibt. Da habe ich jetzt interessante Steine, ich weiß nicht, ob man sieht, das sind so diese, ich glaube Hinge-Plate oder so nennt sich das. Nein, ich glaube Hinge nicht, aber ich werde es dann nochmal verlinken. Das ist ganz interessant. Oder auch diese Doppel-C-Clamps, die kenne ich jetzt von Lego, glaube ich, auch nicht so wirklich. Ja, interessant. Genauso wie die Round-Plates hier. Normalerweise von Lego kennt man es, die haben drinnen so ein Dreieck, also ein Viereck, so für die Achsen. Hier ist sie nur komplett rund, die Aufnahme. So, fahren wir weiter.
Na, es fehlt nichts. Man muss ja nur schauen auf die Videoaufnahme, dann sieht man auch, wo es hingerollt ist. Also alles da, super. Dann können wir den Bau abschließen. Das vierte Kanonenrohr. So. Ja, jetzt habe ich die Brühen vergessen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das Grillnest ist ein bisschen kleiner, aber ja, das macht jetzt nicht, ist nicht so tragisch. Es ist ein 6 Plus Set. So. Ein bisschen die Segel in den Wind. Schaut, da fällt schon runter. Zack. Segel ein bisschen in den Wind. Zack, super. Und jetzt bauen wir noch das vordere. Schau, und da sind meine vier Schaumhefer. Die gehören da jetzt rein. Interessant, kann ich es lesen? Goodie-Steine sind das. Goodie. Goodie, goodie. Die greifen sie ein bisschen weicher, nicht so wertig an. So, na knapp 10 Minuten, Viertelstunde Bauzeit. Ist es auch jetzt hier, ich habe es ein bisschen da in Szene gesetzt. Die Minifiguren sind jetzt natürlich original Lego-Figuren, aber ganz nette Teile dabei. Die Kanone ist natürlich drehbar, ich gebe das jetzt mal runter, und auch voll verwendbar, das heißt hier einen kleinen Abzug, ist sogar stärker gefedert als die von Lego, also die Feder hält da irgendwie ordentlich was aus. Blaue coole Kiste, auch das, noch nicht jetzt von Lego gesehen, coole Idee, super Farbe. Das Schiff selbst, auch hier habe ich natürlich den Captain Rotbart hineingestellt. Die Segel sind aus Stoff, wie gesagt. Das Grillnest hätte ein bisschen größer sein können. Für die Bespielbarkeit ist es natürlich ganz toll. Ich kann das Ding herunterklappen. Da können auch die Kinder was reingeben. Schatzkiste und so weiter. Auch andere Piraten oder eine Piratin. Und ja, ganz nett. Kleiner Vorteil, super Steine dabei, wie gesagt, die Qualität der Steine ist spitze. Ich werde mir das sicher noch 3, 4, 5 Mal holen. Für einen 10er echt top. Ja, wenn euch das Set gefallen hat, einfach Daumen nach oben, schreibt es unten in die Kommentare. Ein Abo wäre schön und das Set pure Empfehlung. Holt euch das, ihr werdet dann Spaß haben oder eure Kinder. In diesem Sinne, habe die Ehre, euer Pepe Onkel.